Hi, Frank Tausch hier, Filmkritik TV. Heute geht es um Fish Tank, in dem sich das Leben eines problematischen 15-jährigen Mädchens, das in einer sozial schwachen Gegend in England lebt, entscheidend verändert, als ihre Mutter einen neuen Freund mit nach Hause bringt. Zieh dir was an, Mia. Ich hab was an. Du bist halb nackt. Sonst kümmert's dich auch nicht. Ja, aber jetzt schon. Zieh dir was an. Die wollen, dass ich zum Vortanzen komme. Willst du es mir zeigen? Ich habe Fish Tank vor über einem Jahr auf einem Filmfest gesehen und hatte ihn fast schon wieder vergessen und bin überrascht, wie lange es dauerte, bis er nun endlich in die deutschen Kinos kommt. Insbesondere nachdem er 2009 sogar den Preis der Jury beim Cannes Film Festival erhielt. Dies ist eine sehr authentische Milieustudie und ist extrem realistisch gespielt und gefilmt. Der Film hatte ein bescheidenes Budget von ungefähr 2 Millionen Euro, auch wenn er wirkt, als wenn es nur 2000 waren. Ich spüre hier fast schon das Hollywood-Remake mit Selena Gomez und hoffe einfach mal, dass uns das erspart bleibt. Die junge Hauptdarstellerin Katie Jarvis ist, bevor sie für Fish Tank entdeckt wurde, genau wie ihre Rolle im Film hier, von der Schule abgegangen und war arbeitslos. Sie spielt hier aber so stark und überzeugend, dass es klar war, dass sie eine Filmkarriere haben könnte. Leider musste sie dann aber aus dem Michael Caine-Film Harry Brown aussteigen, als sie 17-jährig schwanger wurde, und ein weiteres Rollenangebot danach hat sie abgelehnt. Tja, das war es dann wohl erstmal. Der Deutsch-Ire Michael Fassbender ist ebenso stark als der Mann, der einen Schritt zu weit geht. Nur um seine Karriere müssen wir uns nach 300, Inglourious Basterds und demnächst X-Men sicher keine Sorgen machen. Nur mal nebenbei bemerkt, dies ist nicht ein Film für dich, wenn du normalerweise Popcorn-Kino magst. Dies ist ein typischer Low-Budget-Independent-Film und dafür musst du schon den entsprechenden Nerv haben. Was ist dein Problem? Euer behindertes Gehopse ist mein Problem. Bist du noch eine Scheißkatze? Wickst euch doch! Hallo! Ich krieg dir noch mehr! Warte ab! Da träumst du wohl von, du Wichser! Mom, lass mich in Ruhe! Hör auf! Dein Problem! Du bist mein Problem! Der Film ist ab 12 Jahren freigegeben und startet in Deutschland am 23.09. In der Schweiz lief er bereits im Dezember 2009 und für Österreich gibt es derzeit keine Daten. Ich gebe Fish Tank ein B, denn er ist gut. Lass uns deine Gedanken über den Film wissen und wenn du regelmäßig meine Kritiken zu den neuesten Kinostarts in deiner Inbox haben möchtest, bitte auf jeden Fall abonnieren. Wenn dir Filmkritik TV gefällt, auch gerne Daumen hoch werten und kommentieren. Und wie immer, viel Spaß im Kino. Für heute tschüss aus Hollywood.